Willkommen zur Champions League, zum zweiten Spieltag der Gruppenphase. AS Monaco gegen Bayer 04 Leverkusen, das ist die erste Partie. Aber haltet euch fest, was wir hier nun heute und morgen alles für euch parat haben. Borussia Dortmund zu Hause gegen Real Madrid, Gladbach außerdem gegen Barcelona ebenfalls zu Hause gefordert und Bayern München auswärts gegen Atletico Madrid. All das sind absolute Kracherpartien, das dürft ihr nicht verpassen und wir stimmen euch natürlich auf diese Top-Duelle richtig ein mit unserem Projekt hier, oder Mucke? Na natürlich, also das sind Kracher, die müssen wir hier spielen und das wird auch nicht gut für dich ausgehen. Ja. So viel dazu. Oh, scheiße. Jawohl, da ist das 1:0 nach 4 Minuten direkt gefallen. Das darf nicht wahr sein. Die Champions League tatsächlich der einzige Wettbewerb bisher, in dem Mucke führt und momentan baut er die Führung aus. In der Champions League ist er am besten. Ihr erinnert euch bestimmt doch, als ich mit Leverkusen gespielt habe. So viele Chancen, aber ein Treffer wollte mir nicht gelingen. Mucke braucht gerade mal 4 Minuten. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Das finde ich sehr gut. Habe ich hier direkt mal die Einleitung versaut? Ja, pass mal auf. Es geht jetzt los. Ja, komm. Ihr denkt an das Tippspiel. Ja, jetzt das erste Tor ist ja bereits gefallen. Drückt jetzt mal auf Pause und schreibt uns schön viele Kommentare, was ihr denkt, wie diese Partie hier ausgeht. Und natürlich auch das reale Match. Ein F für FIFA, beziehungsweise ein R für die reale Begegnung davor. Genau. Bei der letzten Champions League und bei den Europa League Spielen gab es nicht so viele Tipps, deswegen hatten Mucke und ich gesagt, okay, wir fassen das alles einfach mal zusammen. Ansonsten macht das gar keinen Sinn. Ich hoffe, diesmal schreibt ihr mehr, denn alle, die schreiben, ob ihr jetzt richtig liegt oder nicht, alle werden im Video erwähnt und ich fange jetzt einfach mal an. Genau. Unter, wenn ich jetzt mal den Ball hätte. Wow. Claudia Langen hat getippt. Und das war sogar richtig. Glückwunsch dazu. Hat mich gefreut, dass du das erste Mal jetzt dabei gewesen bist. Und natürlich mein Stammzuschauer und Tippkönig in der Bundesliga bereits. Tim Wiese war dabei. Und Pfosten. Scheiße. Scheiße. Ist Mucke hier gut drauf? Oh, meine Fresse. Ja, und Tim Wiese hat gleich mal wieder ordentlich zugelegt. Allerdings gab es einen, der hat noch mehr Tipps. Und den, ja, darf Mucke jetzt präsentieren. Ja, und zwar bei mir, der Herr Lars Cortes hat mal wieder bei mir getippt und hat ordentlich getippt. Hat 7 Punkte erreicht und ist damit hier bei mir Tippkönig geworden. Und da herzlichen Glückwunsch. Hast du sehr, sehr gut gemacht. Mach da so weiter. 7 Punkte ist wirklich heftig. Das ist sehr, sehr viel. Und jetzt mal, ja! Nein. Kannst du knicken. Also Mucke liegt vorne. Mucke hat mit einem Pfostentreffer hier fast nachgelegt. Oh, der ist weg. Da musst du hinrennen. Gibt's eine Karte? Warum? Ja, ich hatte eine Karte. Ja, für mich. Okay. Ich stehe jetzt nochmal ein bisschen auf offensiv. Ja, vorhin, wo ich dir die Chance versaut habe, kurz vorm Strafraum, habe ich dich so umgenietet. Ah, okay. Also scheint's mit Leverkusen zu harmonieren. Das sieht gut aus. Boah. Scheiße, Mann. Boah, Schweinger. Der Ball. Okay, Monaco ist noch ein bisschen geschockt hier. Nach dem frühen Gegentor. Aber jetzt. Nee, kannst du knicken. Vielleicht mal eine Ecke? Ach nö. Komm, gönn mir eine Ecke. Nee, das kannst du knicken. Und wieder Leverkusen. Super gelöst, schnell gespielt. Und schlecht geordnet. Komm her. Nein, komm her. Oh, schade. Abseits. Das finde ich immer blöd, dass sie denn so weit vorne warten, dass es das Abseits sein muss. Tja, unnötig. So ist das halt bei dir, ne? Pech. Ja. Dafür kommt jetzt ein guter Angriff. Ja. Oh! Ja, da könnte man auch Elfmeter dann noch geben, ne? Nö, eigentlich nicht, ne? Aber noch zweite gelbe Karte hier in dem Spiel. Ja. Ich hasse die. Das ist genau wieder deine Position hier. Ach, der war scheiße. Ach. Ach, Bellarabi.
So, erste halbe Stunde zu Ende. Leverkusen mit einer verdienten Führung. Monaco, ja, doch. Nee, aber es gibt eine Ecke. Es ja, gibt eine Ecke. Das ist Kacke. Okay, komm. Fangen wir hier gut an. Oh, die war viel zu kurz. Ich bin noch nicht richtig dabei. Das liegt bestimmt am Brötchen, was du vorher gegessen hast. Scheiße. Komm jetzt, also. Oh, fuck, fuck, fuck. Oh. Ja! Nein! Ja, okay, jetzt komm! Vollgas! Sehr schön! Mist! Ach, was war das? War Hand! Es gibt eine Karte, es gibt eine Karte, die erste jetzt für mich. Nein! Nein, doch nicht, aber es war Hand. Oder? Hier die Wiederholung. Ach, der hat Freistoß gepfiffen. Ja, Freistoß für diese Aktion. Hey, eine Ermahnung gab's. Hätte ich jetzt persönlich nicht gepfiffen. Ja, ich auch nicht. Du pfeifst, dann würdest ja sowieso nichts pfeifen. Du würdest noch nicht mal pfeifen, wenn einer ein Bein verliert. Nö. Das muss also, der abkönnen. Wenn er ein Bein verliert, das ist in Ordnung. Zwei Beine habe ich ja schon mal gesagt, das geht dann nicht mehr. Nee. Komm, komm. Dann ist für dich vorbei. Ach, schade. Ja, gut, aufgepasst. Gut. Runter. Oh, was war jetzt? Der pfeift ein bisschen pingelig. Also das hätte ich jetzt auch nicht gepfiffen, ehrlich gesagt. Nö. Ich dachte als erstes abseits, aber nö, es gibt einen Freistoß. Komm! Also Wocke, ich bin sehr positiv überrascht. Das ist mal eine guter super Fußball. Erste Hälfte von dir. Kiesling! Oh, und das muss er eigentlich machen. Ja. So, jetzt habe ich mal eine Ecke. Und da ist jemand bei mir verletzt, wenn ich mich nicht irre. Und da ist das 2 zu 0! Durch oh, einen Standard! 2 zu 0! Leverkusen führt. Oh ja, der. Hier mit zwei Treffern. Ja, hat erst noch verschossen und jetzt hat er es dann doch wieder gut gemacht. Stefan Kiesling. Ja. Oh, das wird schwer. Scheiße, scheiße. Monaco, wo bist du hier? Die Franzosen, ne? Die sind gefordert. Die sind noch im Bett. Ja, das stimmt, leider. Komm. Ach, schade. Ein Angriff geht noch? Nein. Okay, 2-0 Führung. Ich hatte es gerade gesagt, Hut ab vor Muckes Leistung. Das ist hier äußerst positiv. Ich bin ja mit Leverkusen eher immer der Chancentod. Mucke nutzt hier gleich zwei Möglichkeiten. Oh ja. Bin mal gespannt, wie die Werte sind. Ja, von den Schüssen überlegen, Schüsse aufs Tor deutlich überlegen, mehr Ballbesitz, mehr Zweikämpfe, mehr Fouls, mehr gelbe Karten. Ich war einmal im Abseitsecken, 1:1 Schussgenauigkeit, bist du besser, Passgenauigkeit führe ich mit 1%, aber wir sehen es, also die Führung geht total in Ordnung, auch in der Höhe. Richtig so. Das ist so alles, ja, vernünftig, was Leverkusen hier zeigt. Die ärgern sich natürlich auch, hatten am ersten Spieltag auch 2:0 geführt. Und dann innerhalb von, ich weiß gar nicht, 2-3 Minuten oder so, zwei Gegentreffer kassiert. Ja, und deshalb nur ein Pünktchen geholt. Das darf jetzt nicht nochmal passieren. Das war bisher eine sehr konzentrierte Leistung. Offensiv super Chancen herausgespielt und genutzt. Und defensiv, ja, ihr habt es gesehen, ich hatte einen Schuss aufs Tor. Das ist natürlich wenig, was da Leverkusen zugelassen hat. Wendell, der war gelb verwarnt, der geht jetzt hier raus. Genau. Auf Nummer sicher gehen. Ich will ja nicht noch, dass du irgendwie doch noch Oberwasser bekommst. Das kannst du heute, das kannst du heute knicken. Ja, ein Schuss aufs Tor, zwei Schüsse insgesamt, das ist für dich verhaltensmäßig sehr, sehr wenig. Das ist sehr wenig. Weil es ja eigentlich, wenn es um die Statistik geht, ja eigentlich immer dein Bereich gewesen. Das stimmt. Mal abwarten. Jetzt hier im zweiten Durchgang. Wer hat da den besseren Start? Oh, Leverkusen schon wieder. Kein Abseits. Alles gut. Schön gesehen. Und schon wieder durch. Oh! Das war knapp. Oh, nicht so weit rüber. Ärgerlich. Ah, kein Abseits? Ich habe echt auf Abseits getippt. Weg damit. Alter! Torwart! Oh! Was ist denn jetzt?
Freistoß. Ach scheiße, hätte auch mal Elfmeter pfeifen können. Stimmt, du hattest doch gar keinen. Nee, noch gar nicht. Irgendwann kommt's. Oh. Kießling! Oh. Meine Güte. Also Leverkusen ist und bleibt am Drücker. Nächster Standard. Nächste Ecke. Schlecht. Boah, das war... Also, wir stehen uns hier richtig... Jetzt kommt richtig scheiße an. Komm, wir hatten nur Glück. Oh. Ja. Nee, 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 nee. Weiter. Ja. Auf. Oh, was für ein Super Pass. Wie an abseits. Der Schnur gezogen. Das müsste abseits sein. Ja. Das war aber knass. Kießling macht ein super Spiel heute. Haben wir. Hm. Oh, fuck. Oh. Monaco kommt zu nichts. Ja, jetzt gibt's, habe ich gefoult. Also er pfeift nach wie vor kleinlich. Es gibt wieder eine Ermahnung. Darauf legt er auch viel Wert. Sieht man gar nicht so oft, dass er hier gleich zweimal eine Ermahnung ausspricht. Hä, wo ist der Ball? Ach. Es hätte ja gefährlich werden können. Da muss man klären. Ja, ne? Nur war die falsche Seite. Ja. Gut, dazwischen oh, super aufgepasst. Keine Chance hier. Da muss ich mir was einfallen lassen, wie wir das hier knacken können. Jetzt. Oh, aber wir verlieren den Ball auch direkt. Keine Annahme hier. Und schon wieder ist er weg. Ja, komm. Was war denn abseits? Jetzt? Abseits. Echt abseits? Anscheinend. So ein Scheiß. Scheiß drauf. Weiter. Jungs, komm, ihr macht das sauber. Schon wieder irgendein V gesehen. Ja. Ich weiß auch gar nicht, was er hier pfeifen will. Nee, das ist ja das Komische. Ich reiz selber nicht, was er will. Oh! Jetzt ist fast ein Eigentor. Ja. Schön gesehen. Jetzt ist jetzt Platz. Läuft der Ball mehr. Ah, mal! Also, das war auch ein Zweikampfverhalten, meiner Meinung nach. Aber ja. Okay. Abseits, oder? Nein, doch nicht! Oh. Der erste richtig gefährliche Schuss von Leverkusen. Monaco. Von Monaco, ja. Von Leverkusen, und jetzt eine das Ecke. Das hättest du gern. Ah. Na komm, jetzt müssen wir das Spiel schnell machen. Den Deckel zu. Bei Tom ist alles möglich. Ja, das stimmt. Oh, schön gemacht. Ah, jetzt, super gesehen. Erstmal, ja. Super gemacht. Und wieder hat Mucke die Pille. Oh, gut. Weiter. Und Mucke hat... komm, das war ein Zweikampfverhalten. Wirklich. Scheiße. Ach, jetzt passe ich auch noch zu dir. Scheiße. Ja, das war fair. Ja, sicher. Gut, dazwischen gegangen. Also wir haben Probleme, aber sowas von. Und die Zeit läuft jetzt auch langsam ab. Schlussviertelstunde. Gut gesehen. Gut gesehen. Oh, vielleicht ein bisschen lang. Flanke kommt noch. Jetzt hol dir den Ball. Ey. El Arabi, super. Super gestört. Schade. Nochmal alles. Alles investieren hier. Monaco. Nach wie vor auch im zweiten Durchgang. Total ohne Chance, hier einen Treffer zu erzielen. Na, vor allem überhaupt nicht gefährlich. Nee. Bis auf das eine Mal. Gefällt mir gar nicht. Weg damit. Ah, zu kurz. Komm, geh mit dem Ball, geh mit dem Ball. Geht da mal einer hin? Hallo? Geh, geh, geh. Ja. Jetzt. Das war kein Abseits. Ja. Ah. Ja. Super. 82. Minute. Endlich mal. Da hatten wir in der Mitte Platz, sind gut gegangen. Viele mitgelaufen. Haben wir schön ausgespielt. Okay, der Anschlusstreffer. Und es ist noch ein bisschen Zeit. Ja. Monaco lebt und ich glaube, das war erst die dritte Möglichkeit überhaupt, die aufs Tor ging. Jetzt weg damit. Gut so.
Leverkusen hatte schon einmal zwei Gegentreffer gefangen. Ich habe das ja in der Pause angesprochen. Das passiert hier nicht. Sie scheinen auch nicht verunsichert, dass das jetzt nochmal passiert. Wollen gleich offensiv nachlegen. Aber Monaco klärt. Gut gesehen. Gut gespielt. Sehr schön. Komm. Jetzt läuft der Ball nochmal. Gut. Monaco. Oh. Das war knapp. Scheiße. Den letzten Pass verzogen. Nochmal nach vorne. Oh, Leverkusen, das könnt ihr euch jetzt nicht mehr wegnehmen lassen. Monaco mit der zweiten Lunge. Monaco nochmal. Oh, scheiße. Ganz starkes Zweikampfverhalten. Oh, den kriegt er noch. Guter Pass. Memedi, er rennt. Ja. Und da, gut geklärt. Ganz langsam. Wir können ruhig spielen. Ruhig. Ach, was war das denn? Oh, und da ist der Schlusspfiff. Ich dachte, ein Angriff geht noch. Leverkusen holt die ersten 3 Punkte. 2-1. Ich bin jetzt mal auf die Werte gespannt. Monaco, ja, hatte durchaus doch nochmal die Möglichkeit, einen zweiten Treffer nachzulegen. Von den Chancen insgesamt gesehen ist es aber natürlich ein verdienter Sieg. Ich freue mich. Glaub ich dir. Schüsse hast du mehr, doppelt so viele aufs Tor, mehr Ballbesitz, mehr Zweikämpfe, Fouls und gelbe Karte. Ich habe keinen einzigen Kasten gesehen. Nee. Abseits 2-2-1 Ecken, 2-2, eine ist bei dir reingegangen. Und siehst du, Standardsituation, ich habe gesagt, das kann spielentscheidend sein, hat sich heute mal bewährt, dass du einen verwandelt hast. Ja. Schussgenauigkeit, bist du besser, Passgenauigkeit, haben wir beide einen guten Wert. Ja, also es geht insgesamt in Ordnung. Von Monaco war es zu wenig, zu zwingend. Leverkusen hat das Spiel sehr gut im Griff gehabt, bis auf die eine offensive Aktion, muss man wirklich sagen. Das war super von dir. Ja, danke für dieses Kompliment. Oh, Herr Balser, für meine Seele. Nach den geschundenen Spieltagen in der Bundesliga und was dann noch alles schiefgelaufen ist. Oh, ah. Das tut gut. Mal abwarten, wie es heute noch weitergeht, denn die Dortmunder spielen ja noch gegen Real Madrid, verpasst das nicht. Mal abwarten, ob wir genauso torhungrig sind wie der BVB zuletzt. Lasst euch überraschen, wir sehen uns gleich. Tschüss. Ciao.